Das Intro! Philipp, wir müssen noch das Intro machen für unser Video. Scheiße. Philipp. Aber zuerst mal, was ist denn? Was ist? Warum habe ich hier. Was ist das? Die Ränder. Das ist nicht 16 zu 9. Alter, ich glaube, wir sind in den Real. Scheiße. Bitte nicht. Oh Gott, was steht denn da vorne? POV, du guckst den Video. Das ist aber nicht, ne? Was soll das denn? Mann. Ja. Wir wollten doch so ein schönes Video drehen, Philipp. Wir müssen hier rauskommen. Wir müssen hier rauskommen. Ja. Aber jetzt kommt erstmal. Das Intro! Philipp, wir müssen noch das Intro machen für unser Video. Scheiße. Philipp. Aber zuerst mal. Was ist denn? Was ist? Warum habe ich hier. Was ist das? Die Ränder. Das ist nicht 16 zu 9. Alter, ich glaube, wir sind in dem Real. Bitte nicht. Oh Gott, was steht denn da vorne? POV, du guckst den Video. Das ist aber nicht, ne? Was soll das denn? Mann. Ja. Wir wollten noch so ein schönes Video drehen, Philipp. Jetzt sind wir in dem Real gefangen. Wir müssen hier rauskommen. Ja. Aber jetzt kommt erstmal. Das Intro! Wir haben es geschafft, endlich wieder im Breitbildformat. Entkommen. Man könnte meinen, wir wären hobbylose Nachwuchskomiker. Sind wir nicht, aber man könnte es meinen. Man könnte es meinen. Gut, als Lehrer. Ja. Irgendwo der schmale Grat zwischen Kaspar Hannes und. Heutiges Primetime haben wir uns mal überlegt, dass wir uns der Fragestellung widmen: Warum sollte ich überhaupt in der Schule Chemie machen, Philipp? Spoiler, lasst es. Nein. Weniger Klausuren für uns zum Korrigieren. Einerseits schon, andererseits sind wir nicht umsonst Chemielehrer geworden. Ja, wie man die Frage stellt man sich ja sowieso, warum mache ich gewisse Dinge eigentlich in der Schule, wenn ich am Ende aber eigentlich, keine Ahnung, Bankkaufmann werden möchte? Ja. Warum muss ich Abi haben? Ja. Warum muss ich jetzt wissen, wenn ich Chemie-LK gewählt habe, wie ein Blutpuffer sich berechnen lässt, wenn ich dann aber hinterher im Leben nichts mehr davon sehe? Ja, die Frage kann man sich halt bei allen Inhalten stellen. Ne? Warum muss ich mich nicht analysieren? Ne? Dass man jetzt losgeht von Chemie, einfach nur, weil es halt wichtig ist, sich mit Sachen auseinandersetzen zu können. Ne? Das ist einfach eine Kompetenz, die in der Schule euch verklickert wird, die ihr da übt, an verschiedensten Inhalten. Und wenn dann noch sogar Inhalte dabei sind, die man halt irgendwie auch noch weiter nutzen kann, die man weiter irgendwie konzeptionell auf dem Schirm haben kann, umso besser. Aber jetzt kommen wir wieder ein bisschen konkreter zur Chemie. Was sind denn so für Dinge, die wir in der Chemie lernen, die irgendwie Bezug zum Leben haben? Immer ganz allgemein, wenn du jetzt auf Chemie in der Oberstufe guckst, ne, ist natürlich, ne, das hatte ich ja auch schon in den Videos zum Lehrplan mal ganz kurz erwähnt, allgemeine Hochschulreife. Ja. Ne, wir müssen quasi sicherstellen, dass wenn der Schüler dann oder die Schülerin mit dem Abitur durch ist, an die Uni kommt, nicht stirbt. Ja. Werden sie sowieso wahrscheinlich in den meisten Fällen, weil wir kennen das ja. Ne, aber weniger schmerzhaft. Weniger schmerzhaft, ja. Und da bilden wir halt mit dem, was wir in Chemie, GK oder LK machen, eigentlich schon eine ganz gute Grundlage. Und zwar nicht nur für Chemiestudium, Studiengänge, sondern auch. Auch, ja. Auch natürlich, auch. Klar, ganz, ganz, ganz besonders sogar. Aber auch viele wollen Ärzte werden oder Arzt werden, Ärztin werden oder generell einfach die naturwissenschaftliche Schiene. Einige vielleicht sogar ein Biologe, Philipp. Ja, ja. Also gerade für Biologinnen und Biologen unter euch oder Werdende oder Angestrebte. Das, was da den meisten Studierenden schwerfällt, ist die Chemie in der Biologie. Und wenn man da vorher schon mal eine gute Foundation aus der Schule mitbringt, ich hatte sie nicht, kann einem das sehr helfen, so wie ich bei meinen Mitstudierenden mitbekommen habe. Also das heißt,
da wird viel vorentlastet oder viel auch schon, was einfach nochmal 1:1 mehr oder weniger so in der Uni vorkommt, in der Schule so gemacht. Natürlich wird es dann in der Uni an der einen oder anderen Stelle nochmal weiter ausdifferenziert, weiter vertieft. Aber wenn man das vorher schon mal in der einen oder anderen Art und Weise in der Schule gehört hat, kann euch das in den Arsch retten, um es ganz kurz zu sagen. Es ist ja auch nicht nur Berufe, wo es jetzt, also es ist Studiengänge, die dann in Berufen enden, die ganz klar Naturwissenschaften da stehen haben. Es sind dann ja auch vielleicht Studiengänge, wo es so ein bisschen versteckt drin ist. Ne? Ja. Zum Beispiel würdest du jetzt nicht denken, dass du als Maschinenbauer groß Chemie belegst, aber surprise, surprise, die sitzen dann alle in der allgemeinen Chemievorlesung im ersten Semester. Zumindest an unserer Uni. Ja. Weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber... Wird auch. Gehe ich voll stark von aus. Ja. Und auch nicht nur, ich meine, jetzt reden wir viel über Studium, ne? Jetzt sind wir auch in einem Gymnasium, okay, aber geht ja nicht jeder studieren, das ist auch gut so. Ja. Ne? Auch viele Ausbildungsberufe werdet ihr dann wieder auf Chemie treffen in eurer Ausbildung. Ja? Irgendwelche Konzentrationen, irgendwelche Lösungen, irgendwelche Stoffeigenschaften, Elektrizitätslehre zum gewissen Grad ist ja auch dabei. Das sind ganz viele Punkte und Aspekte, die halt einfach in der Chemie aufgegriffen werden. Und noch allgemeiner, einfach live ist Chemie. Also sowieso. Also ne, alles, ne, man kann ja sagen, so Mathe ist halt das Tool, was man in allen Belangen der Naturwissenschaften als Handwerkszeug braucht. Physik ist so die grundlegendste Grundlage, so was sind Atome und warum haben wir Kräfte und so ein Shit. Das ist so schön zusammengefasst. Die Physiker werden mir zustimmen, dass es genauso ist und die Physikerinnen. Vor allem so ein Shit. Ja. Und dann ist im Prinzip Chemie so ein bisschen die halt so das Leben, die makroskopische Welt mit der darunterliegenden Mathematik und Physik verknüpft, wenn man es mal so ein bisschen so ausdrücken will. Physiker würden sagen, Chemie ist die Physik der Valenzelektronen. Ja. Habe ich letztens gehört. Ja, ist auch so. In einem nicht unbekannten Wissenschaftspodcast. Ja. Looking at you, methodisch inkorrekt. aber es ist mal jetzt mal sowieso, jetzt mal abseits von Ausbildung oder Studium, ist es ja auch nicht verkehrt, wenn ein draußen rumlaufender Mensch eine gewisse naturwissenschaftliche Grundbildung besitzt, weil man sonst nämlich quer über den Tisch gezogen wird. Ja. Und man hat kein Verständnis für Dinge, die halt gerade besprochen werden. Ne? Also das ist ja unsere Aufgabe auch zur Mündigkeitserziehung. Ja. Und dazu gehört halt auch eine gewisse naturwissenschaftliche Grundbildung dazu, die halt eben viel mit Chemie auch zu tun hat. Bestes Beispiel hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, nicht in dem Video. Es gibt Diätsalze, die werben damit, dass sie kochsalzfrei sind. Ne? Man hört natürlich als erstes, kochsalzfrei. Ja. Ja. Ich wollte ein bisschen weniger Salz essen, ne? Achte ich mal darauf, kaufe ich mir dieses etwas teurere Diätsalz, weil, let's face it, wenn ihr euch ein Kilo Salz im Handel kauft, dann werdet ihr definitiv nicht arm, auch wenn es 20% Inflation ist. Und in diesem Diätsalz habe ich dann gesehen, die ersten beiden Zutaten waren erstmal Kaliumchlorid als Natriumchlorid-Austauschstoff. Zweite Zutat Mononatriumglutamat, abgekürzt in dem Fall als MSG, damit man es nicht merkt. Ja. Also hast du dann wieder deine Natrium- und Chloridteilchen, ergo hast du irgendwo doch wieder alles das drin, was du eigentlich mit Kochsalz vermeiden wolltest. Sprich, pure Verarsche. Würde ich jetzt so mal sagen. Ja. Natürlich haben sie recht, sie haben kein Kochsalz reingetan, aber trotzdem kriegst du es wieder hintenrum rein. Ne? Ja. Also das würde einem halt nicht auffallen, wenn man keinen Plan von gar nichts hat. Ja. Das würde aber vielleicht einem mündigen Menschen auffallen, der zumindest mal im zweiten Lernjahr Salze und Ionen ein kleines bisschen aufgepasst hat und vielleicht in Englisch weiß, dass Natrium Sodium ist. Ja, hilft auch an der einen oder anderen Stelle. Ja, definitiv. Einfach Lieblingsbeispiele. Und solche Beispiele gibt es ja ganz viele. Ja. Auch, oder sich, wenn man Sachen sieht und dann ein grobes Verständnis hat, warum es so ist, wie man es sieht. Ne? Das fängt dann bei Farblehre an, die wir ja auch im LK mittlerweile noch ein bisschen drin haben. Aber auch so, warum Sachen kondensieren, Kondensate, Gefrierpunkte, Anomalie vom Wasser. Skalen lesen können. Skalen lesen. Logarithmisch, nicht logarithmisch. Essen beim Kochen. Kochen ist Chemie. Kann man einfach 1:1 sagen, Kochen ist Chemie. Gute Chemiker sind auch gute Köche. Ja, deswegen kann ich nicht gut kochen. Das kann ich bestätigen, dass du nicht gut kochen kannst, meine ich. Okay, ja. So rum. Ja, ne, weil einfach da diese Massenverhältnisse und dieses Köcheln als solches, also Prozesse mit begleiten, um es halt so qualitativ zu beschreiben. Ja, dann kannst du sogar aufs handwerkliche Geschick runterbrechen, quasi Laborskills, da so Feinmotorik, Feinmechanik. Planen, also durchführen. Chemie, ne? Also ohne kriegst du nicht. Von daher...
angefangen bei Know Your Shit, ja, bis hin zu Anwenden. Know Your Shit for the Studium. Ja, ja. Und dazwischen alles. Ja. Ja, das ist so das grobe Übergerüst, warum es sich lohnt, Chemie einfach ja, in der Schule beizubehalten, mindestens, wenn nicht sogar zu vertiefen. Ich habe auch vor Klassenarbeiten in Chemie. Ja, oh, das wäre schön. Oh. Wird einigen Leuten, glaube ich... Das man mal lernt. Ne? Ja. Ja, aber trotzdem, du kommst auch gut im Leben klar, wenn du dann nur bis zur 10, das ist ja jetzt nach der neuen Chemie gemacht hast. Ja. Wenn du es an der Uni dann nochmal wiedersehen möchtest oder vielleicht in gewissen Ausbildungsbereichen, kann es auf keinen Fall schaden, Minimum GK. Ja. Ja, natürlich kommt man auch, wenn man nicht GK und nicht LK hatte, irgendwo im Studium klar. Man muss sich nur bewusst machen, dass es ein Plus an Mehrarbeit ist, das man nicht unterschätzen sollte. Ein großes Plus, ganz ernst gemeint, ein großes Plus. Ich persönlich hatte Chemie nicht in der Oberstufe, was mir gar wirklich nicht? Gar nicht. Nach der 10. Und trotzdem ist aus ihm was geworden. Der eine sagt so, die andere sagt so. Ja. Und das habe ich wirklich gemerkt. Also wie ich eben schon meinte, das ist wirklich ganz krass. Selbst in Anführungszeichen im Bio-Grundstudium, als ich nur Biologie auf Bachelor gemacht habe, du kommst halt nicht an Chemie vorbei. Man hat trotzdem drei Kurse reine Chemie, die man halt mit Chemikerinnen und Chemikern zusammen hat. Und wenn man da vorher schon mal was von Markovnikov gehört hat oder von Kohlenwasserstoffverbindungen oder von pH-Wertberechnungen, hat man einfach wirklich, das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, vielleicht ist auch ein klitzekleines bisschen übertrieben, aber grundlegend die Hälfte der Arbeit schon vorgeleistet, wenn man das gut aus der Oberstufe mitgenommen hat. Ja. Ist einfach so. Exakt. So ein bisschen wie die sagen, ich brauche kein Latein und dann im Studium feststellen, dass Latein eine Voraussetzung ist und dann an der Uni Latein nachmachen müssen, ja, dann einfach nur literally sterben. Ja. Ah, das war lustig. Ich hatte es nämlich. Ach, du warst einer von denen. Nee, ich hatte es. So, ich habe mir die angeguckt, die es nicht haben. Ja. Wie sie dann... Please. Ja, das ist... Kills me. Ja. Deswegen, ja. Wie gesagt, nicht zwangsläufig notwendig, aber eine deutliche Erleichterung. Und was ich auch bei uns an der Schule haben, einfach viele, die halt generell, die nachher irgendwie in die medizinische Richtung gehen wollen. Wählt LK, Leute, wenn ihr Medizin studieren wollt, ist der LK die beste Vorbereitung. Ja besser als okay? Bio. Und erzählt mir nicht, ich will kein Chemie-LK, weil es so schwer ist, eine gute Note zu bekommen wegen meines NCs. Ja. Wenn du vom Tag kommst ins Medizinstudium, wenn du nur willst, also ins Mittel und Wege, informiert euch mal. Ja. Ja? Und dann lieber das Studium wirklich drastisch vorentlasten durch ein LK. Krass. Mindestens ein GK. Ja. Mindestens. Also ich würde eigentlich allen Leuten sagen, wer Medizin studieren will, der muss GK in der Sek 2 gehabt haben. Sonst tut's weh. Sehr weh. Ja. Gut. Dabei belassen wir es. Ja. In diesem Sinne, sagen wir Werbevideo für die Chemie in der Sek 2. Wählt uns. Vote Chemistry. Tschüss. Peace.